Mit leerem Kopf nickt's sich leichter. Was bedeutet das? Ich denke, das ist ein sehr schönes Sprichwort. Ja, mit leerem Kopf nickt's sich leichter. Ja, man kann sich das direkt vorstellen. Ja, wenn mein Kopf leer ist, ja, dann kann ich einfacher nicken. Ja, mein Kopf ist leer. Ja, mein Kopf wiegt nicht mehr so viel, weil mein Kopf leer ist. Also kann ich einfacher nicken. Ja, sehr passend. Denn wenn mein Kopf leer ist, heißt das auch, dass ich wenig weiß. Ja, dass ich sehr naiv bin oder sehr ignorant oder dass ich nicht viel Allgemeinwissen habe, ja, dass ich nicht viel Bildung habe, ja, dann habe ich einen leeren Kopf. Ja, und dann nicke ich leichter. Das bedeutet, ich stimme eher zu. Ja, falls irgendjemand etwas sagt, dann sage ich, ja, 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 stimmt, stimmt, ah, okay, okay, ja. Eine Frage, ja, die man sich eigentlich jedes Mal stellt, wenn man sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, ja, eine traurige Zeit in der deutschen Geschichte, ja, eine schreckliche Zeit in der deutschen Geschichte, dann fragt man sich, ach, warum gab es so viele Mitläufer? Ja, warum gab es so viele Mitläufer? Warum gab es so viele Leute, die zugestimmt haben? Ja, warum gab es so viele Leute, die einfach nur genickt haben und sagen, ja, okay, kein Problem, ja, ja, ich mache mit. Ja? Eine Erklärung ist, dass diese Leute nicht viel Bildung hatten, dass die Leute es nicht besser wussten. Denn mit leerem Kopf nickt's sich leichter. Ja, mit leerem Kopf nickt es sich leichter. Okay, also dieser Spruch ist so ein toller Spruch, weil er auf zwei Arten funktioniert. Ja, natürlich, wenn irgendetwas leichter ist, kann man es besser bewegen. Ja, mein Kopf ist leicht, weil mein Kopf leer ist, also kann ich gut nicken. Ja. Aber im übertragenen Sinne, ja, metaphorisch passt dieser Spruch auch perfekt. Leute, die nicht viel Bildung haben, die stimmen einfach zu, ohne groß zu überlegen. Und deswegen ist es wichtig, sich schlau zu machen. Heutzutage mit dem Internet kann man sich über alle möglichen Themen schlau machen. Ja? Man braucht noch nicht mal Geld, um sich zu bilden. Man kann sich über alles Mögliche bilden und die Ressourcen dazu sind alle im Internet. Und dann kann man auch kritischer denken. Ja, kritisches Denken ist sehr wichtig und dann kann man Dinge hinterfragen und dann kann man überlegen, stimmt das wirklich oder ist das eine Unwahrheit? Ja, und dann braucht man nicht mehr zu nicken, dann kann man auch sagen, nein, ich stimme nicht zu. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen und wir sehen uns morgen. Tschüss.